Wer bist du und was machst du? Ich bin Solange und das ist mein Laden Behavior in Little Trash in Moabit, in der Bürgerstraße 19. Und wir sind seit September 2014 hier. Wir verkaufen so für Männer und Frauen Mode und Möbel, alte Möbel, gerne Vintage-Möbel, Lampen, Schränke, Tische, Designersachen bis normale Sachen, Flohmarkt-Sachen im Kommissionsverkauf. Das heißt, Leute bringen mir ihre Sachen, ihre schönen Schätze und ich suche mir die Sahnestücke raus und verkaufe sie dann zu 50% sozusagen, kriegt der Verkäufer und 50% bleibt bei uns hängen. Ja, und dann hoffe ich, dass viele Leute neue Lieblingsstücke finden. Und warum machst du das gerade in Moabit? Eigentlich ist meine beste Freundin, hatte mir damals gesagt, so, ey Solange, hier gibt's nichts Cooles für junge Leute. Und ich sag, super, junge Leute ist genau mein Zielpublikum. Und da habe ich hier mit ihr rumgeguckt. Wir sind mit den Hunden spazieren gegangen und habe diesen Laden gesehen, neben dem Café und bin reingelaufen, nebenan ins Tee und Coffee. Und wir waren gleich richtig cool und meinten so, Solange, du wirst nicht glauben, aber der Vermieter wollte genau einen Secondhändler. Ich sag, perfekt, das bin ich. Und ja, und dann habe ich verhandelt mit dem und das ist gut gelaufen und habe mich sehr überzeugt von den Leuten. Also ich muss sagen, die Nachbarschaft ist total nett. Dass die Leute haben mir geholfen mit Bauen, Umbauen, Streichen, Sachen anbringen vor der Eröffnung, obwohl ich die gar nicht kannte. Kamen die alle auf mich zu und ja, können wir dir helfen, können wir dir Sachen bringen. Und das hat mich echt total berührt. Also so offen empfangen zu werden, das habe ich nirgendwo erlebt. Warum heißt dein Laden Baha Berlin? Weil Baha bedeutet auf Türkisch Frühling und Neubeginn. Und ich wollte halt ein bisschen frischen Wind nach Moabit bringen für junge Leute und habe gedacht, so ja, die Leute sollen, es ist ein Neubeginn für die Leute mit neuen Lieblingsklamotten. Und jeder, der Lust hat, findet eigentlich so echt schöne kleine Lieblingsstücke. Ja. Wer seid ihr und was macht ihr? Ich bin Anja. Und ich bin Flo. Und uns gehört das Thea und Coffee in Moabit. Der zweite Vorname ist Thea und daraus ergibt sich auch der Name, weil wir uns in den Kopf gesetzt haben, wir wollen richtig guten Kaffee nach Moabit bringen, weil es den hier einfach noch nicht gibt. Und mein zweiter Vorname passt irgendwie zu diesem kleinen Wortspiel, das sich daraus ergibt. Und warum macht ihr das gerade in Moabit? Na, ich bin in Berlin in Moabit geboren. Ich wohne schon mein ganzes Leben lang hier und wir wohnen in der Straße hier, in der Bürgerstraße, wo unser Café auch ist und das war einfach klar. Da kam gar kein anderer Bezirk in Frage. Genau. Also ich wohne jetzt auch seit 8 Jahren hier in Moabit und abgesehen davon, dass ich auch gar nicht woanders wohnen wollen würde, ist auch klar, dass der Arbeitsmittelpunkt hier am besten ist. Der Laden, der war ganz lange leer, hat immer mal wieder bei jemand was versucht, aber wir können den halt von unserem Balkon aus beobachten und haben uns immer gedacht, könnte man richtig guten Kaffee aufmachen. Und irgendwann haben wir einfach die Gelegenheit beim Shop zurückgepackt und gesagt, so jetzt machen wir.
Kowalski. Macht Bekleidung für, also nicht für Herren, aber auch für Damen. Versuche dort dabei darauf zu achten, eine Bekleidung zu konzipieren, die für beide Geschlechter, also man sagt Unisex. Die Kleidung ist gerade geschnitten, gerade Linien. Versuche da sehr zu reduzieren, also weniger anatomisch zu arbeiten. Und habe jetzt hier die Möglichkeit, über den Laden Ironies eben diese Kleidung an den Mann zu bringen. Und warum in Berlin, im Speziellen in Moabit? In Berlin deswegen, weil ich natürlich hier aufgewachsen bin und in Berlin viele Kulturen zusammenkommen und eine Menge Austausch möglich ist und Berlin Moabit noch so eine gewisse Rauheit hat, also wo die Kulturen aneinander wirklich, wo ich feststelle, dass ein Austausch stattfindet. Und insbesondere die Lehrterstraße hat sehr viel Potenzial. Also wir fangen vom Frauengefängnis bis hin zur Moschee, die sich direkt hier gegenüber des vom Laden befindet. Ich meine, hat das ein gutes, eine gute Zukunft. Und die Ware bleibt, also meine Produktion bleibt in Berlin und Moabit gibt mir da eben die Möglichkeit als Standort. Ich bin Francisco Pérez, Totem ist mein Kunstname, ich bin aus Chile und ich bin Maler. Erzähl ein bisschen mehr über deine Bilder. Also meine Bilder ist ein Mix zwischen meiner Farbe bei so Südamerika, mit einem Mix mit Berlin und diese Street Art mit Gefühl und einfach überraschende Ideen, da habe ich immer, weißt du? Das ist die Idee ein bisschen von meinen Bildern. Einfach spontane Emotionen und mit verschiedenen Techniken und alles, was ich lebe auf der Straße und in meinem Nachtleben. Und warum genau in Berlin bzw. im Speziellen in Moabit? Bei Moabit, ich habe 10 Jahre mein Atelier in Kreuzberg. Und Kreuzberg habe genug, weißt du, so viele Touristen, so viele alles. Und mir gibt es eine Anekdote, so gut da ist. Ich war malen und kam raus zu meinem Atelier in Kreuzberg, zu ein Wasser kaufen mit meiner Arbeitsklamotten und ein paar Touristen beginnen zu machen mir ein Foto. Und da von mir war extrem, also ich weiß nicht mehr. Und ich habe einen Freund von mir, der hat diesen Platz, von mir gesagt, kannst du benutzen. Ich habe gesagt, perfekt, Moabit, in Ruhe, niemand, guter Platz, fertig. Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen zu Hause am Tiger. Wir sind ein bisschen geflasht, wie viele Leute da sind. Wir freuen uns über jeden Einzelnen und ich hoffe, euch geht's gut und ihr kuschelt euch ein bisschen zusammen und habt es mollig mit uns. Ja, wir sind Patricia und Victoria, das bin ich. Und heute Abend erzählen und lesen Olga Grasser und Roman Ehrlich. Herzlich willkommen, ihr zwei.